Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich kritisch über die geplante Reform des Fußball-Europapokals geäußert und damit UEFA-Präsident Alexander Zeferin schwer verärgert. Bei einem Besuch des Basiscamps des französischen Nationalteams in Clairefontaine nahe Paris sagte Macron, es sei keine gute Idee, die Lebensfähigkeit unseres Modells zum Vorteil von einigen auf europäischem Niveau zu opfern. Ähnlich habe er sich danach auch bei einem nicht medienöffentlichen Termin des Weltverbands FIFA geäußert, berichtete Zeferin. Während seiner Rede erwähnte er die UEFA und sagte, dass wir vorsichtig mit Änderungen der Champions League sein sollen und Solidarität wichtig sei, sagte der Chef der Europäischen Fußballunion UEFA der Nachrichtenagentur AP. Die Rede des Präsidenten ist eine klare Einmischung der Politik in den Sport, die uns sehr überrascht. Durch die Pläne des Kontinentalverbands UEFA für eine Reform der Königsklasse könnte die Champions League ab der Saison 2024/2025 weitgehend zu einer geschlossenen Gesellschaft werden. Trotz des massiven Widerstands der europäischen Ligen wäre eine Qualifikation über den nationalen Wettbewerb kaum noch möglich. 24 von 32 Teams würden ihren Platz in der Königsklasse behalten. In einem pyramidalen System mit drei Europa-Ligen würde es Auf- und Abstieg geben. Es ist nicht so wichtig, dass die Änderungen geschehen oder nicht und dass bislang nichts entschieden wurde, zürnte der Slowen Zeferin in Richtung Macron weiter. Das Wichtigste ist, dass wir der Politik nicht erlauben werden, uns zu diktieren, wie wir den Sport regieren. Let's block it. Why?